In letzter Zeit so oft Streams macht, was machst gestern, war, was machst gestern, waren es ja 3, fand ich richtig Hammer. Eigentlich wären es nur 2 gewesen, aber ich hatte ja nach einer halben Stunde gestern Probleme in der Früh und dann habe ich ja nochmal eine Stunde dran gesetzt, weil ich mir gedacht habe, nö, dann machen wir es richtig. Passt auf, ich mache ja nur noch Abo-Chat, ja? Und außer in Ausnahmefällen versuche ich jetzt jeden Tag einmal, vielleicht sogar zweimal täglich zu streamen. Dankeschön für die 500 Barren. Einfach nur deswegen, damit sich, wenn ihr abonnieren müsst, um zu schreiben, es sich zumindest lohnt. Und vielleicht ich noch genug Kohle habe, um endlich mal einen anständigen Mikroständer zu kaufen. Ich sag normalerweise nein. Wenn du sowas machen willst, dann hast du eigentlich nur eine einzige Wahl. Du musst ihn zu dir nach Hause schicken lassen und als Privatpost dann an mich schicken. Auch so markieren, dass man merkt, der ist wirklich von Privatpersonen. Wenn der direkt von zum Beispiel Amazon direkt an mich kommt, kann ich ihn nicht annehmen. Das Problem habe ich nämlich vor 2 Jahren gehabt mit den Hatern und mit dem Typen, wie hat er geheißen, der wo eingesperrt worden ist. Irgendwas mit Donner. Ich glaube, wie hat denn der geheißen? Nee, Basegod. Ich denke der mal an. Wir haben noch lange nicht genug. Hey ho, Mausi. Wenn du magst, kannst du mal schauen. Ich bin am Streamen. Weiß ja nicht, ob du noch am Essen bist. Achtung! Achtung! So, vors Gesicht. In. Devil in Eye, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie du aussiehst gerade. Entschuldigung. Alter. Deswegen brauche ich immer so viel Bier. Ich trinke hauptsächlich Luft. Deine Freundin ist wohl nicht da. Wohl nicht dabei. Woher weißt du das? Hä, Schatzi Pups? Woher weißt du das? Vielleicht ist er da, weißt du doch nicht. Das kriegst du gar nicht mit, wenn die da ist. Alter! Monster! Down with the sickness! Toller Mensch! Und mit toll meine ich? Schon klar! Wie groß bist du nochmal? Über 1,90. It's real, servus. Bestimmte Person, ich werde keinen Namen sagen, eine bestimmte Person, das ist völlig egal, auf die vorletzte Nachricht, das ist völlig egal, ob das so ist oder nicht, weil solange keine Beachtung erscheint, bist du für alle gestorben. Bis auf die wenigen, die Idioten sind und die kannst du gerne behalten. Ich habe dich jetzt eh schon beim Support angeschrieben, Ich habe dich jetzt gerade zweimal reported und dich geblockt. Einmal wegen Spammen, einmal wegen Belästigung. Wenn du dein Grab noch tiefer schaufeln willst, bitteschön.
Aber ich habe Mitleid mit dir. Wenn du es wirklich nötig hast, so einen Kindergarten abzuziehen, dann habe ich ernsthaftes Mitleid mit dir. Was ist denn jetzt schon wieder? Der General. Dankeschön. Der ist noch komplett voll. Es sind drei Flaschen. Drei Flaschen, die jetzt getrunken sind. Beziehungsweise das hier ist die dritte und das hier wird die vierte. Aber die ist noch zu. Und ansonsten ist der Kasten ja voll. Ich glaube, jetzt kommt der Kumpel von mir. Unter Palmen im weißen Sand. Hoffentlich guckt deine Freundin nicht zu. Sonst kriegst nachher wieder Ärger. Warum? Oh, ich hab dich Maus genannt, ne? Das wird noch ausverkauft! Wir wollen noch ein Stück! Bisschen Metalcore reinmischen. Ich wollte heute eigentlich laufen, ne? Vor lauter hin und her wieder nicht geschafft. Wie laufen? Ich wollte heute ein Stück laufen. Also, Füße auf dem Boden, Beine bewegen. Ein Stück bewegen, die Landschaft um einen herum verändert sich. Platz 3 sein, sollen die anderen zwei ruhig die Idioten abkriegen. Stört mich überhaupt nicht, im Gegenteil. Denn die Leute, die hier sind, sind Leute, mit denen man hier auch richtig Gaudi haben kann. Die auch wissen, wo man wirklich stehen muss. Lass die anderen ruhig vorne sein, interessiert mich nicht. Ich bin trotzdem besser als die und werde ich immer bleiben. Schatz, das passt überhaupt nicht da rein heute. Oh, my honey. Heaven. Da war es wieder. Kann man den Namen und dann hier. Und dann? Meinst ändern? Ja, es geht. Aber ich weiß nicht, ob es dann dein Abo behält. Es ist erstaunlich, wie krass unterschiedlich laut es dann ist. Warte jetzt. Nicht wahr sein, jetzt war ich doch gerade erst schiffen. Hier. Ich bin jetzt feige und von uns beiden bist du derjenige, der sich an mir hochzieht. Also halt lieber mal die Fresse und mach dein eigenes Ding, du Loser. Danke für die 500 Barre! Mich als Gast traust du dich nicht. Nein, ich beachte dich einfach nicht. Zumindest nicht in dem Sinne. Niemand weiß, von wem ich rede. Außer du laberst irgendwo selber rum und selbst wenn... Dann weiß trotzdem niemand, ob das stimmt, was ich sag. Dass ich dich meine, dass ich mit dir rede oder über dich rede. Außer du streamst es oder nimmst es auf und dafür bist du zu dumm. Und selbst wenn, würdest du es nicht wissen, weil es ja in meinem Stream läuft. Weißt du, Kindergarten, so dumm wie du wollte ich noch nie sein. Zum Glück bin ich's nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich Angst um meine eigene Intelligenz, weil ich glaube, deine Dummheit färbt auf mich ab. Ich nehme dich nicht als Gast, weil damit würde ich dir Beachtung im öffentlichen Raum schenken. Und jeder würde wissen, um wen es geht. Aber das lasse ich nicht zu. Von uns beiden bin ich derjenige, der die Macht hat. Aber ich gebe dir keine mehr ab. Das war der größte Fehler meines Lebens, dass ich dir damals überhaupt Beachtung geschenkt habe. Da hätte ich nie so Probleme gehabt. Aber das werde ich nie wieder machen, den Fehler. Du Loser. Akzeptiere nicht, dass von uns beiden du der Schwache bist.
Ach ja, cool. Denkt wahrscheinlich auch.